Und hiermit herzlich willkommen zurück bei Sons of the Forest. So, wir sind so ein bisschen auf Erkundungstour wieder, oberhalb. Und ich würde sagen, wir machen mal weiter. Ich wollte hier mal an den Strand schauen, ob es hier nicht irgendwas Cooles gibt. Denn wir sind ja jetzt auf der anderen Seite der Insel. Also schauen wir mal, ob wir hier vielleicht auch was Interessantes finden. Gestern haben wir ja ein Flugzeug gefunden. Mit einem kleinen Hinweis von einem Flyer, dass auf dieser Insel wohl luxuriöse Bunker verkauft wurden. Also, wir haben ja schon einige Bunker gesehen. Die wurden uns ja markiert auf unserem Navi als grüne Punkte. Und jetzt können wir doch mal scheuen, ob wir hier noch was Cooles finden. Schauen wir doch. Ach nee, da oben, da waren wir ja, ne? Da waren wir ja. Okay. Ja, da oben bei den grünen Punkten, da waren wir. Und da war ein Dörfchen von den Eingeborenen. Huch. Ruckelbuckel. Das hat uns nicht so viel gebracht. Und besonders gut gelaunt waren die Jungs da auch nicht. Ruckelbuckel. Ist da hinten was? Das sieht irgendwie fast so aus, als wäre da was. Am Arsch der Welt. Aber wir haben ja jetzt schon, ich weiß nicht, Tag 11 oder 12 in-game. Und Mutanten habe ich hier oben ja zumindest noch nicht gesehen. Also, ich weiß noch nicht, ob Mutanten hier bei diesem zweiten Teil an die Oberfläche kommen. Oder ob die ausschließlich in der Höhle anzutreffen sind. Nee, da war nichts, oder? Sieht erstmal nicht so aus. Da geht's weit nach oben. Keine Boote, nichts. Da ist ein Ei oder irgendwas. Oder da rumschwimmen. Mein Segen hat er. Hm. Sieht auch aus wie so ein Stamm, oder? Da sind ein paar Boote. Da haben wir ein Seil. Komm hier, Totenkopf. Klimpergeld, Klimpergeld. Seil sind wir voll. Was da? Und das? Treibholz? Okay. Ich laufe jetzt hier einfach mal den Strand lang. Jetzt sind wir die ganze Zeit durch den Wald geguckt. Lauf hier einfach mal lang. Vielleicht finden wir ja was Interessantes. Weiß nicht. Kelvin, der rennt uns immer noch irgendwie hinterher. Ich weiß nicht, was der Junge so treibt. Ich weiß, es ist nicht so spannend, jetzt hier so rumzulaufen, aber es interessiert mich einfach. Ich bin einfach neugierig, was zu entdecken. Ich weiß, die richtig spannenden Sachen, die sind natürlich unterirdisch. Kriegen wir hier ein paar Sticks? Einer? Mich trollen, Junge. Ein Stick für den Ganzen. Traurig. Äußerst traurig. Überall Treibholz hier. Also so ein krasser Wind ist ja nun nicht. Okay. Entschuldigung. Ach, einfach mal so einen kleinen Strandspaziergang hier. Ist doch was Nettes. Ist doch was Nettes. Ist da oben noch was gibt, Alter? Auf dem Berg? Bestimmt. Da gibt's bestimmt irgendwas. Guck mal, da kommt eine etwas größere Fläche wieder. Da ist ja meistens dann immer irgendwas. Nicht immer, aber manchmal. Hm.
Oder halt eben auch nicht, ne? Ich finde die Spur halt so geil, ne? Feier ich total. Da ist ein einzelnes Bäumchen. Was ist da los? Das sieht so verlockend aus hier. Was gibt's hier? Ein Stick. Wow, ein. Oder verschwinden die einfach im Schnee? Was ist das hier? Was? Guarana-Beeren? Aha. Kann ich die zerdeppern? Seil habe ich schon. Konserve. Okay. Seil, Draht. Okay. Cool. Mega. Zwei Särge. Läuft. Also wir haben schon richtig gute Ausbeute hier gemacht, würde ich sagen. Zwei Sticks und nichts. Was ist denn das da? Das sieht doch nach was aus. Da läuft einer. Ist das ein Dörfchen am Strand? Ja, auch interessant. Jetzt wird es gleich Nacht hier, ne? Das sieht aus wie ein Dorf am Strand hier. Okay, dann... Oh, jetzt wird es hier halt wieder Nacht, ne? Hab keinen Bock drauf. Ja. Sehr interessant. Also die Eingeborenen am Strand habe ich ja auch noch nicht gesehen. Aber finde ich cool. Warum eigentlich auch nicht, ne? Warum eigentlich nicht? Ah, wir lassen sie mal. Ich frage mich halt immer noch, ob ich den irgendwie Geschenke machen kann oder so, weißt du? Ich weiß nicht, so einen Brocken Fleisch hinwerfen. Da freuen die sich doch bestimmt drüber. Könnte ich mir vorstellen. So. War egal. Wir gewinnen hier mal ein bisschen Abstand zu denen und schauen einfach weiter. Ja. Schön kalt, war. Mit deinem mutanten Fuß, Alter. Also bis jetzt ist ja hier noch nicht so dolle. Aber ich glaube, wir müssen ja gleich wieder mal ein Lager aufschlagen. Es wird gleich finster hier. Finster wird's. Bam, 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 bam. Aber das finde ich ja halt nice, ne? Dass wir einfach unsere Planer aufschmeißen können hier. Können einfach empieren und erkunden gehen. Finde ich richtig, richtig stark. Okay, komm, wir schlagen jetzt hier mal unser Lager auf. Huch. Schauen wir den hier. Einmal schwupps. Dann brauchen wir ein Stückchen. Erstmal rum hier. Gott sei Dank haben wir ein paar erbeutet unterwegs. Oh, komm, mit Blick aufs Wasser, ne? Das ist so schön. Süß. Die können wir eigentlich auch ruhig stehen bleiben, ne? Wenn wir auch mal in der Nähe sind oder so, dann haben wir immer irgendwo einen kleinen Spot. Ah ja, gleich noch Feuerchen. Dem armen Kerl ist kalt, Junge. Sü. Aber die Axt hätte ich gerne draußen. Ein Wunderbärchen. Okay, dann würde ich sagen, na komm, ist noch nicht ganz... Ist noch nicht ganz Nacht. Warten wir mal noch ein bisschen. Bam, 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 bam. Platsch. Ach ja, mich. Strandurlaub. Ich feiere den Mutantenfuß voll. Richtig nice. Okay. Na komm, wir schlafen mal eine Runde. Ja, wunderbar. Huch. Nein. Schmeiß weg. Habe ich gespeichert? Weiß nicht. Ich speichere nochmal. So, okay. Na gut. Ach, wir haben Hunger und so weiter. Na dann, erstmal noch einen Happen. Nom nom. Wasser hatten wir nicht mehr dran. Nope. Dann müssen wir leider einen Energy Drink konsumieren. Dann ist das wohl so. Okay. Ich lasse den hier einfach stehen. Man findet ja doch immer wieder mal irgendwo Planen. Und dann haben wir immer irgendwie was verteilt auf der Insel, weißt du? Das können wir machen. Gar nicht so blöd.
Was da? Ein Boot oder so? Scheuen wir mal. Hier könnte es doch was geben, oder? Außer Seile. Komm her. Gate, Gate, Gate. Sascha, recht zu viel. Draht. Da ein oller Fisch. Tuch, ah, das ist schön. Tücher sind irgendwie Mangelware, habe ich den Eindruck. Flaschen, Seil habe ich zu viel. Hab ich zu viel. Steinchen. Und so was her. Ja, Geld. Seil habe ich auch. Ist umgekippt. Ist da noch irgendwas? Tücher. Da scheint irgendein Kadaver rumzuliegen. Aber den sehen wir leider durch den Schnee nicht. Ist das hier? Von so einer Boje, oder? Toter Fisch. Den will er nicht mehr. Verstehe ich nicht. Na gut. Immer geradeaus. Hm, Entschuldigung. Ich bin super optimistisch, dass wir irgendwas finden werden. Da liegt ein Hai am Strand. Oder ein Orca. Kann man den eigentlich zerhacken? Gibt der was? Bin mir nicht sicher. Sieht nicht so aus. Passiert nichts. Ist das hier ein Anker? Ach nee, hier liegt auch noch einer. Verstehe. Verstehe. Ist hier der Spaziergang-Simulator übrigens. Wir spazieren einfach. Mal gucken, jetzt sind wir schon wieder fast zu Hause, Alter. Wir kommen nur von der anderen Seite. Okay. Läuft. Im wahrsten Sinne, es läuft. Ist nichts. Da ist noch ein Bötchen. Sieht mir nach Kisten aus. Nö, nö, nö. Schätze. Energieriegel und Draht. Wow. Und hier? Ist hier was? Nichts. Ein Hauch von nichts. So eine olle Kiste. Draht. Energy. Guck mal, der Kelvin, der geht auch den Strand entlang. Er macht es mir gleich. Er folgt meiner Spur wahrscheinlich. Ja, ich habe irgendwie den Eindruck, wir brauchen noch ein paar Gegenstände aus den Höhlen, damit wir aktiv vorankommen. Entschuldigung. Zum einen brauchten wir diese Schaufel da, ne? Die wird es bestimmt auch in irgendeiner Höhle geben. Würde ich sonst was drum verwetten. 100 Pro. 100 Pro. Kommen wir hier lang oder müssen wir da jetzt irgendwie hochkommen? Hätte ich jetzt gar keinen Bock drauf, hier außen rum, ey. Da oben irgendwas ist, man weiß es nicht. Da steht auch irgendwas, oder? Oder ist nur... Entschuldigung. Oder ist vielleicht nur eine Baumspitze oder so? Who knows? Who knows? Bitte lass mich hier seitlich vorbeikommen. Sieht erstmal ganz gut aus. Echt nichts gefunden hier auf dem Weg, ne? Nichts. Außer ein paar Boote. Und... Oh nein. Oh nein. Es endet da. Junge, es wird gleich sehr, sehr kalt für dich. Können wir hier wenigstens lang laufen? Nee. Er muss leider schwimmen, der Arme. Aber okay.
ist auch nichts. Solange kein Hai kommt, ist mir das völlig wumpe, Alter. Aber er friert nicht, ne? Also scheint ihn nicht zu stören. Er ist ja echt hart im Leben, Junge. Kann man nicht anders sagen. Knallharter Bursche. Hier kann ich laufen, das ist schön. Das ist schön. Auch eine interessante Felsenformation hier. Jetzt würde... Nee, das ist nur ein Fehler hier. Nur ein Fehler. Okay, wir sind im Felsen. Das ist gut. Das finde ich gut. Wir sind immer noch im Felsen, wie es aussieht. Aber es macht nichts. Immer noch. Wir schwimmen einfach im Felsen. Okay. So, jetzt sind wir wieder draußen. Grün. Nicht, dass wir noch irgendwie unter die Welt backen oder so. Da hätte ich jetzt echt keinen Bock drauf. Die ganze Strecke normal laufen. Wäre nicht cool. Das wäre uncool. Boah, also. Ist auch eine Strecke, Junge. Auf jeden Fall sollten hier keine Eingeborenen sein, immerhin. Geht uns keiner auf den Sack? Das ist doch schon mal was. Das ist auch unsere Hütte, oder? Sieht so aus. Würde mich nicht wundern, wenn uns hier die Prima Ballerina entgegenkommen würde. Die hat bestimmt schon Sehnsucht, wo wir so lange waren. Vielleicht bringt sie auch mal richtig coole Präsente mit. Nee, das ist hier Dingsbums. Dieses kleine Gummiboot, wo wir die Waffe gefunden haben drin. Land! Land! Wunderbärchen. So, hier müsste ja eigentlich der Typ irgendwo sein. Mit seinem Radio. Da vorne, glaube ich. Hallo? Hallo? Irgendwo hier war er. Da ist unsere Hütte. Wieder Schneesturm. Jetzt wird uns gleich wieder kalt, ne? Und es ist hier auch wieder Resette, kann es sein. Granate. Ist echt schade, dass wir das nicht mitnehmen können, ne? Das ist ja immer noch alle Planer. Das? Pistolenaufsatz haben. Und nochmal Muni. Okay, na gut. Hammer. Check. Okay, na gut. Schade. Ich hätte echt gedacht, wir. Irgendwas. Irgendwas. Aber es war einfach nichts. Echt bitter eigentlich. Aber okay. So ist das Leben. Man kann nicht immer irgendwas finden. Na, ich lasse mal ein paar Stücke im Inventar. Weil so richtig warm wird uns hierher, glaube ich, auch nicht, ne? So. Calvin ist auch noch on Tour. Wo ist der denn? Irgendwo am Arsch der Welt, Junge. Irgendwo am Arsch der Welt. Ach, ich werde hier mal speichern. Nicht, dass wir irgendwie nochmal alles laufen müssen. Hätte ich echt keinen Bock drauf, Junge. Jetzt ist halt echt nur die Frage, was tun wir?
eigentlich bleiben ja nur Höhlen. Es bleibt ja eigentlich nichts anderes übrig als Höhlen. Ups. Es bleibt nichts anderes übrig. Wir können uns mal hier noch ein paar Knochenrüstungen machen vielleicht. Wir haben ja da noch Knöchelchen rumliegen. Was brauchst du? Seil brauchen, das ist ja auch all, ne? Seil und Klebebands. Klebeband ist echt nicht schön. Seil ist eigentlich auch nicht so geil. 1, 2, 3, 4. Dramatische Musik. Tragen. G2 könnten wir noch, rein theoretisch. 1, 2, 3, 4. Schwupps. Und wir haben nur noch ein Klebeband. Kann man das irgendwie herstellen? Ich glaube nicht. Tragen. So, jetzt muss ich erstmal wieder Knöchelchen einsammeln, aber wir haben ja da noch was. So ist ja nicht. Mehr nicht. Doch, da war noch einer. Mehr war es nicht. Oh Gott. Gehen wir hier rein. Safety first. Okay, einen können wir noch. 1, 2, 3, 4. Seil ist nicht so das Problem. Klebeband haben wir nicht mehr. Das letzte seiner Art. Also siehst du, jetzt haben wir ein Knochenbein. Das ist fein. Knochenrüstung. Läuft. Hilfe? Hilfe? Ach, die Lampe. Die ist richtig knallhart. Die ist festgefroren, ne, wahrscheinlich. I am your friend. Ich wollte gerade speichern, Junge. I am your friend. Grüße dich. Ist ja auch so kalt. Also mir ist kalt. Bleib ruhig, Mann. Geh auch in die Hocke. Steh auf. Du willst mich jetzt hier aber nicht verprügeln, Alter. Come on. Oh, Leute. Es funktioniert echt geil mit der Maske. Da kann man sich echt nicht beschweren. Läuft. Oh. Ich gehe gleich in mein Baumhaus, kannst du wissen, ey. Lass meine Rüstung bitte heilen. Bitte. So, ich stelle mich vor die Tür, Junge. Krieg's nicht auf. Also knicken. Kannst du knicken? Ja, das funktioniert richtig gut mit den Anfreunden. Ich habe den Eindruck, dadurch, dass wir diese zwei Dreckigen erlegt haben, die uns die ganze Zeit genervt hatten beim Baumhausbau, dass die jetzt alle nicht mehr so freundlich auf uns zu sprechen sind. Und schnell weg. Geiler Typ. Geiler Typ. So, aber ich frage mich jetzt trotzdem noch, was tun wir jetzt? Da in der Nähe ist ja noch eine Höhle. Da könnte man vielleicht noch hin. So. Oder da geradezu einfach den Bach da entlang. Könnte man tun. Könnte man tun. Aber ich weiß nicht, was mit der Kelvin los ist. Kein Schimmer, Junge. Kein Schimmer. Aber die sind auch sehr, sehr hartnäckig, ne? Die ziehen nicht alleine. Anstrengend. Anstrengend. Hatte ich jetzt eigentlich noch eine oder Plane? Ja, Plan hatte ich noch. Stöckchen hatte ich auch noch. Dann gehen wir einfach zu der ollen Höhle da hinten hin.
Wadi, da oben, einfach dem Fluss lang. Einfach geradeaus. Tschüss. Wo auch immer ihr seid. Na da. Hau rein, Diggi. Ja, hi. Er winkt mir zu. Nicer Dude. Absolut nicer Dude. Hau rein, Diggi. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu der ollen Scheißhöhle. Stellen uns da vorne Planer auf zum Speichern. Und schauen mal, ob es da was zu holen gibt. So machen wir das. So machen wir das. Wir sind ja jetzt nicht lang genug schon rumgelaufen. Nein, wir laufen jetzt noch mal ein bisschen. Kann nicht schaden. Kann nicht schaden. Jeder Gang macht schlank. Glaubt nicht, dass er das bräuchte, aber okay. Ups. Das ist ein toller Baum. Ohne alles. Einfach nur ein Stamm. Einfach nur ein Stamm. Ja, sehr gut. Auf zu keuchen. Ne? Ne? Tschüss. Ne? Und wir haben ja seit ein paar Folgen so ein bisschen gefühlt Stillstand, habe ich den Eindruck. Mehr oder minder. Also, oh, da sind schon wieder Wetter. Ja. Junge, Junge, Junge. Die müssen sich aber auch ordentlich vermehrt haben, ja? In Hülle und Fülle sind sie hier. Grüße. Auf gute Nachbarschaft. Komm ich hier hoch? Ich muss doch hier irgendwie hochkommen. Schalalalala. Ja, ich würde halt auch nur so... Was war das für ein Gebrüll? Keine Ahnung. Ich würde halt auch nur so ungern so einen richtigen Krieg anfangen, weißt du? Weil dann hast du, glaube ich, überhaupt keine Ruhe mehr. Dann beginnt richtig die Invasion, Junge. Eigentlich gar keinen Bock. Ich wollte mich ja eigentlich mit denen anfreunden. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, ich habe es voll vergeigt, Junge. Weil ich diese zwei Schmutzigen erlegt hatte. Ist nicht cool. Nicht cool. Also gar nicht. So laut, Junge. Ein Wahnsinn. Und ich habe jetzt schon runterreguliert gehabt, eigentlich die Lautstärke. Ja, keucht nicht so. Nicht so. Da ist ja schon wieder so ein schmutziger Junge. Will ich hier rüber? Ich glaube, ich muss rüber, oder? Ich weiß nicht. Da läuft auch schon wieder einer. Ach, laufen jetzt hier einfach weiter. Nase, Nase, gibt. Ja, wir müssen da rüber, ne? Und ja. Und ja. Sportlich, oder? Ja. Und wo da drüben? Ich muss jetzt hier nur irgendwie wieder rüberkommen, ne? Scheiße, wäre ich mal doch rübergegangen. Oh, guck mal, hier wird es auch wieder schmaler. Ja, patsch. So. Diese Richtung soll irgendwas sein. Ich hoffe, die lassen mich jetzt hier noch mal kurz irgendwie mein Zelt aufschlagen. Das wäre ein wahrscheinlich, oder? So eine Etage höher oder so? Bin mir sicher. Aber auf der... rechts auf der Minimap sehe ich es auch noch nicht. Nee, ist noch weiter oben. Scheiße, muss ich da irgendwie hoch? Sieht ja fast so aus, ne? Boah,
Come on. Und der Reclimber war schon. Muss ja irgendwie hinauf. Hinauf, hinauf. Das Bambi. Ah, zu schnell. Zu schnell. Da unten, ne? Da sieht's so aus. Da sind schon ein paar lustige Freunde. Money, money, money. Habt ihr was dabei? Was ist das? Schleuder. Aha. Toll. Toll, ich bin da Schleuder, Junge. Doch. Doch mal schön. Boah, Alter, erschreck mich doch nicht so. Junge, ich wollte mir hier gerade was aufbauen, ne? Ich bin, ein cooler Typ. Schau mal. Ich bin einer von euch. Oh, come on. Oh, der sieht doch schon wieder so aus, als würde er mir eins mit seiner Keule übersemmeln. Ja, sag ich doch. Oh, come on. Nerv mich nicht. Ehrlich. Wo bist du da? Mann, ich will mir jetzt hier nur ein kleines Lager aufschlagen. Bitte. Ja, das klappt richtig gut mit der... Ehrlich, ganz voll knicken mit dem Ding. So, kann ich mir jetzt hier mal was aufschlagen? Ich will nur speichern. Ich will nur speichern, weil ich möchte eigentlich Schluss machen für heute. Und hier morgen weitermachen, weißt du? Aber warte, da war es, glaube ich, gerade. Geh mir jetzt nicht auf den Sack, Meister. War kein Bock. Boah, kann ich hier nicht irgendwo meine scheiß Planung packen? Warum nicht? Ich will nur speichern. Danke. Gib mir bitte nicht auf den Zaun eins. So. Einmal Schwups. So. So. Und dann speichere ich jetzt hier. Und dann mache ich für heute Feierabend hier. Kannst aber wissen, Junge. Speichern. Ja. Ist immer noch Nachmittag? Okay, alles klärchen. Gut. Dann steht der Plan für morgen. Und ja, dann gehen wir morgen in die alte Höhle rein. Vielleicht sind die da ein bisschen netter zu mir, ich weiß nicht. Hier draußen nerven sie mich irgendwie im Moment nur. Ich danke dir fürs Zuschauen und ich hoffe, dass wir uns morgen dann in der Höhle da unten wieder sehen werden. Aber bis dahin, haut rein.